Herzlich willkommen zu enger neuer Episode Filmlaved. Ich war mir John Wick 4 angucken, eh wohl von den meist erwartesten Actionfilmer. Ich denke für das Jahr, kenn ich vielleicht so, ja. Voilà. Mehr ob den feierten Deal, dann nur etwas gehen, also oder ob das Franchise los ausgelutscht ist. Das gesehen dann noch heute bei Filmlaved. Tja, John Wick 4, den feierten Deal schon, das ist unfassbar. Eine Geschichte, die so klein angefangen wird, geht so groß oder ist so groß gehen, weil das hat ihn, also wenn er den schnell angeguckt hat, hat er nicht gedacht, dass das so groß die Franchise geht. Die Geschichte ist eigentlich auch sehr erzählt, ich erfasse nur nicht die drei echt zusammen, obwohl doch da nicht ganz viel zu erzählen geht. Auf jeden Fall hat dann John Wick absolut keinen Bock mehr auf die High-Table-Geschichten do an hin hat auch nicht mehr so erwünscht, an lo gildet, so alle gute Platz zu machen, weil he steht ob der Abschuss löscht. Eigentlich ist das schon alles, ohne lo, ja, vielleicht zu viel zu verroden, keine Ahnung, weil der Film dauert, sage und schreibe, 2 Stunden ninger feiert, wenn ich das noch richtig gesehen habe, 2 Stunden ninger feiert, ganz genau. An den ist, so mal, nicht gefüllt mit Story-Elementen. Die größten Teil, die wir uns hier angucken, sind reine Action-Szenen. Hier gehen nicht da nonstop auf die Schnitz. Das ist ein Gemetzel, das ist unbeschreiblich. Aber man denkt, Adler weiß, die sind ins gleiche Sicht. Also wir haben hier choreografisch, sind wir hier auf extrem hohem Niveau. Aber wir haben wenig Schnitte, wir haben alles, die ganze Kampfszene sind mega gut nachvollziehbar. Immer hat ein gutes Gefühl darüber, wo sich der Kampf gerade befindet, wo er sich selber an dem Szenario gerade als Zuschauer befindet und wo sich die Gegner drin befinden. Also, das ist halt ganz groß Art und Weise durchgestellt, welche Action-Szenen müssen inszeniert gehen. Das ist natürlich, wie ich mir vorstellen kann, extrem viel Arbeit. Für das natürlich immer mehr einfach, wenn ihr seht, okay, mehr schneiden als das nur so zusammen, dass es dann einfach irgendwie passt. Aber wenn das so an engem Rutsch, an mit ganz, ganz langen, ungeschnittenen Szenen durchgestaltet muss gehen, dann ist das schon ganz, ganz viel Vorbereitung. Und du als John Wick 4, also irgendwie habe ich das Gefühl, die toppen sich von Film zu Film immer mehr. Und du hast das schon ganz groß. Das muss ich so wie das. Und auch von seinen Schauplätzen. Also der Film hat eine Atmosphäre und eine Art und Weise, so Kampfarenen oder Schauplatz, Kampfgefechtsplätzen durchzustellen. Boah, Wahnsinn. Also wir haben hier Szenen an einem Berliner Club, die fantastisch anzugucken sind. An einem japanischen Hotel, die ja auch bombastisch sind. Also wir haben hier so viele verschiedene Plätzen, die alle gut noch ein einzigartiger Weise durchgestaltet werden. Also all Schauplatz wird so sein, Daseinsberechtigung als immer mega flott anzugucken. Also das ist ein absolut ein Dram für den Film. Das ist fantastisch. Interessanterweise, dass die Story so, ich will nicht so und so klein behandelt gell, oder so immer ein bisschen so, ja, nicht wirklich nervensächlich aus. Das ist ein ganz spezieller Mix. Wir haben als Fond, als Basis haben wir die Action-Szenen, die eben perfekt sind oder unmehr perfekt sind, sagen wir mal so. Am Hand ruhen, am Allseits rundherum schwirft das mysterisch High-Table. Assassinen-Geschäft und Matze-Schmatt. Das heißt, die ganze Film hat immer so eine Mystik, das geht auch, das geht einem nicht so mit einem Vierschlaghummer angeprügelt, das geht immer nicht so angedeutet an, der Film verlangt an dem Sinn auch ein bisschen zum Zuschauer, weil er stellt sich keinen hin und sieht, voilà, das ist so und so und das funktioniert so und so und Die übliche Filmerweise, wie einem eigentlich Geschichten erklärt gehen, obwohl sein Gegenüber das eigentlich schon lange müsst wissen und eigentlich auch weiß, geht es trotzdem erklärt, aber nicht mehr für den Zuschauer. Das geht hier nicht so gemacht. Hier gehen Plots abgemacht, hier gehen Diskussionen gefordert über Sachen, wo ihn dann du sitzt und denkt, ja, da muss ich noch schon mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Wen ist da dann, und wie funktioniert das? Der Film verlangt schon du an seiner Geschichte ein bisschen
eigen Initiativ für du durchzublicken. Und das ist auch das, was Spaß macht, weil ihn das Mysterium selber begreifen will, mehr darüber wissen will. Und ja, das ist das, was so etwas spannend macht. Auch wenn ich kann mir vorstellen, am Anfang nehmen eine kleine Idee haben, drüber gestochen wird, wenn ich gesagt habe, ja, das sind dann so Assassinen und das ist eine geheime Organisation. Wenn ihn das aber dann so los sich zusammenspinnt und dem Zuschauer, der so Happelschuss weiß, zerweiert, dann entsteht eine Spannung, die fantastisch ist. Etwas, was ich mich dann während dem Film auch mal gerne gefragt habe, war der Film dann los? Wird der dann müssen 2 Stunden, 50 Minuten dauern? Wird das müssen sehen? Ich denke mal so, mein erster Gedanke war so, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre auch an 2 Stunden alles geklärt gewesen und wir alles, wie man das nämlich Ergebnisse rauskommt, wie man 2 Stunden 50 Minuten. Aber, wenn ich aber auch so dran denke, hätte ich einfach keine Szene weiter müssen. Also, ich hätte gerne, also alle Szenen, die so drauf waren, möchte einfach Spaß. Und hat einfach Spaß, ja, hat Spaß gemacht zu gucken. Und hätte ich auch nicht gewollt, wo ich gesagt habe, ja, die schneide die mal raus. Hätte ich nicht müssen sehen. Etwas, was mir auch so ein bisschen abfällt, was ein Feeling, was abkommt, als ein Comicbuchartiges Feeling, das heißt immer mit den überspitzten Szenarien, also das alles immens überspitzt, sowieso immer, ob es Gewalt oder Schauplätzen, Inszenatorisches, das alles eigentlich immer überspitzt. Und das kriegt den Moment so ein Comic-Feeling an einer anderen auch ein Videospiel-Feeling. Heinz, du fehlt es sich un, wie wenn er sich an seinem Videospiel befindet und sich gerade durch Horden und Assassinen kämpft, für weiterzukommen. Eine Sache, die daran das Ganze fand ich auch immer auf die Spitze getrieben hat, ist eine Szene, die genau so gemacht ist wie in Hotline Miami. Und das war, der Film hat insgesamt mal so kleine Kniffe gespielt, wo ich gedacht habe, ah, flott. Ein interessanter Weise, ein High Shane durchgestellt. Und der Film weiß dann permanent neue Sachen, die dann auch spannend zu gucken sind. Also, ich komme heute aus dem Schwärmen mir raus. Schauspielerisch geht es nicht ganz viel zu sagen. Die Leute, die du schauspielen, auch Keanu Reeves geht ziemlich groß gehypt. Möchte doch eigentlich immer gut mäßig seine Rolle sehen, nur weiter auch nicht so extremst anspruchsvoll, wenn du mal ehrlich bist. Eigentlich spielten immer so den coolen Tipp und die Rolle sich schon immer ziemlich gut auf den Drop angepasst. Aber Hemmestadt an die Martial Arts Geschichten, da muss ich aber auch mal noch machen. Da ist einfach ja schauspielerisch lieber Jitterin das auf, wie dann der Film passt, wie es dazu soll gehören. Und insgesamt fand ich als der Film eine super Kombination. Aus so vielen Elementen, die dann einfach mega zusammenpassen. Und für mich als Dorana John Wick wird lo auch mal im feierten Deal gewesen, dass sie sich alles toppen können, weil die auch gerne mal hört, als dass Filme, wenn sie so lange weiter erzählt gehen, irgendwann auserzählt sind und sich just nach darüber ausrauen, was die Leute wollen gesehen. Meine Heike hat sich immer etwas Neues ausgedrückt für ihn bei der Stange zu behalten. Das ist etwas, was ich ganz selten hört. Und du hast für mich John Wick ein von den wenigen Franchisen, die das mega gut hinkriegen. Und was ich sagen muss, am Thema Actionfilme ganz weit oben steht. Also Actionfilme aus den, ich weiß nicht, wie es die Kampfszenen noch besser sollst durchstellen, wie das an dem Film halt gemacht wird. Voilà, von da hier eine ganz große Nummer an seinem Genre. Ein Film, den einfach absolut Spaß macht, auch wenn ein ultra lang ist, oder also ziemlich lang ist für so einen Film, als all Sekunden wert und als nicht all Sekunden Genuss, den ist absolut empfehlenswert. Wenn ihr Fan von dem Franchise seid, geht ihr definitiv nicht enttäuscht, aber wenn ihr noch kein Fan davon seid, dann geht ihr zurück und guckt ihr Stadt an. Unbedingt, ganz, ganz wichtig. Das ist meiner Meinung nach, wenn Actionfilme ich habe so, dann ist das ein Film, den ich nicht verpassen darf. So, und willkommen, du sind fertig mit meinem Geschwärms. Wie hat dir den Film fand? Was sind eher Lieblings-Actionfilme? Also auch, ging mich auch mal interessieren. Du kannst ihn auch gerne mal drüber schwätzen. Und für allem, große Merci und die vielen Kommentare, die ich geschrieben kriege.
Du sind paar Leute hier, die regelmäßig kommentieren und immer so Platz sind und immer bereit sind, hier Meinung aufzugehen. Und das freut mich immer immens. Ich sitze halt so da und freue mich. Da sind die Kommentare die so ausführlich. Und ich, ja, was tun ich, du kannst ja gar nicht mehr dazu beizutragen. Also, da das alles auf den Punkt erzählt, du weißt da, es interessiert mich wirklich immens. Und ich probiere das halt noch ein bisschen unspannend. Vielleicht hast du noch den einen oder den anderen da, den auch noch kommentieren will. Und ein klein abklärend sagt zum Schluss, das ist immer schwer über Social Media und Leute zu kommen. Du weint da ginnet eben verschiedene Sachen, wann der Kanal ob abonniert, gesieht da meine Sachen mir regelmäßig. Und wenn den einen an den anderen von dir draußen hast, den Videos dann wirklich feiert und gern hört, wäre ich auch ganz, ganz dankbar, wenn verschiedene Leute noch das Video teilen gingen. Weil das verschafft einem immens viel Reichweite. Und da sind vielleicht noch mehr Leute in den Kommentaren, die mit denen man sich noch austauschen kann. Und das ging mich immens freuen. Kein muss ich sagen, aber wenn du mal runter denkst, dann denkst du, so, das kann im Moment, dann wäre ich ganz froh darüber. So, fertig mit dem Geschleims, fertig mit dem Reklam machen und in dem Sinn, Gänge Stallumosoen wünschen ich euch noch extrem viel Spaß am Kino mit John Wick Feier.